Es gibt nur einen Weg heraus. Erfinde verdammt coole Sachen und Shankar lässt dich gehen. So läuft das hier in der Area 51. Er lockt die schlauesten Aliens des Universums an und nimmt sie gefangen. Sermon zum Beispiel, der ist ein Professor. Mit seinen vier Händen hat er die Touchscreens erfunden. Oder Io, die war früher Bibliothekarin. Sie war so genervt von den vielen Fragen, dass sie die Suchmaschine erfunden hat. Aber der Wichtigste hier bin ich. Nach dem Erfolg meiner Radiosendung habe ich die sozialen Netzwerke erfunden. Ich habe 5 Milliarden Freundschaftsanfragen. So finanziert Shankar das hier alles. Er klaut unsere Technologien und verkauft sie an die Menschheit. Der hat echt mit jedem was am Laufen. Mit Apple, Facebook, diesen Google-Jungs. Glaubst du, die Menschen wären alleine so schlau? Na, das glaube ich eher nicht. Kira, Kip ist weg. Einfach weg. Was? Die Rettungskapsel. Wir müssen zur Vasa, bevor er es schafft. Ganz ruhig, Schatz. Was machst du da? Die Raketenstiefel benutzen. Bist du total irre? Das Gyroskop ist kaputt, der Schubregler funktioniert nicht. Die können nicht fliegen. Ich war 15 Jahre lang Vasa-Testpilotin, also immer schön langsam. Die können nicht langsam, das sind Raketenstiefel. Gary, jetzt schalt deinen Verstand aus und halt dich fest. Das ist verantwortungslos und gefährlich. Das ist nicht meine Überholspur. Wie ist das, der größte Held des Universums zu sein? Keine Fragen, nur Fotos. Ja, Baby! Ist das peinlich? Ganz tief im Universum tun diese Brüder alles, was sie können, um die Galaxie zu beschützen. Ich hab das Hirn und du die Muskeln. Doch an einem Ort. Wir empfangen einen Notruf vom dunklen Planeten. Sind auch sie nicht sicher. Es ist so wunderschön. Starte Rettungsmission. Sei gegrüßt. Der Hilferuf ist angekommen. Ey, stirb jetzt nicht, Kumpel. Erhöhe dich. Wer will jetzt? Okay, ich liebe euch, Jungs. Willkommen auf der Erde. Jetzt. Die halten Scotch gefangen. Muss er seinen Bruder retten. Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert. Rettungskapseln sprengen sich nicht selbst. Willkommen auf der Erde, blauer Kumpel. Nein! Das nennt sich Hirnfrost. Immer nur einen winzigen Schluck. Das geht nicht allein. Das ist die Area 51, Mann. Hier geht's nicht raus. Das dürft ihr nicht tun. Brauchst du die Toilette noch? Das musst du ihnen nachsehen. Die haben keine Kultur. Und seine Freunde sind nicht irgendwer. Wer hat das Internet erfunden? Handys, Suchmaschinen. Na, wir? Glaubst du, Menschen können sowas bauen? Na, ich glaub nicht. Ruhe jetzt! Ich krieg ja kein Auge zu! Diesen Mai. Was haben Sie mit meinem Bruder vor? Macht euch bereit. Scorch, geht es dir gut? Aber klar doch. Nichts hält Scorch Supernova auf. Das war umwerfend. Für ein Familienabenteuer. Ich werde das vermissen. Flieg, blauer Kumpel, flieg! Nix wie weg. Ich dachte, der Film sollte in 3D sein. Okay, schon besser. Bald auf einem Planeten in deiner Nähe.